Hallo und herzlich willkommen an diesem Donnerstag hier bei Kachelmann Wetter. Wir haben viel vor, denn der Dezember, der ist irgendwie so richtig in Bewegung von der Wetterlage. Es wird zunächst mal eine Umstellung geben. Deutlich mildere Luft kommt in den nächsten Tagen immer weiter auch nach Osten voran. Das heißt, es wird sich erstmal bis nächste Woche Tauwetter durchsetzen, wo jetzt zumindest Schnee liegt. Regen kommt, viel Wind und deutlich mildere Luft. Aber schon im Verlauf der nächsten Woche tut sich wieder Größeres über Europa. Da werfen wir gleich auch noch einen Blick drauf. Zunächst aber mal nicht ein Blick auf Europa, sondern mal so im Bereich hier die große Karte hier mal für Asien, Afrika sehen wir auch noch drauf. Und worauf ich hinaus will, ist, wenn wir uns mal anschauen, die Temperaturabweichungen jetzt mit dem Blick mal auf große Teile Russlands, denn da wird sich ein markantes Kältehoch aufbauen und die Temperaturen liegen dort, wir sehen diesen großen blauen bzw. lila Bereich, liegen dort teilweise bzw. relativ verbreitet 10 bis 20 Grad unter den langjährigen Mittelwerten und aktuell zieht sich eben dieser Streifen ja noch sogar bis im Osten Deutschlands, Nordosten, wir haben ja da noch die relativ kalte Luft liegen, zieht sich vor allem über weite Teile Russlands dann bis weiter nach Osten. Also es ist wirklich ein riesig langer Streifen, wo die Temperaturen deutlich unterdurchschnittlich sind. Ja, und dann wird sich im Bereich des Ural ein markantes Kältehoch aufbauen bis in die nächste Woche beziehungsweise erstmal jetzt so Richtung Wochenende. Und auch da sehen wir diesen riesigen Streifen, wo es eisig kalt wird. Da gehen die Temperaturen teilweise in den Nächten auf um die minus 50 Grad zurück. Und das ist schon relativ beachtlich für die Jahreszeit jetzt für Anfang Dezember. Denn wir sehen mal dieses riesige Kältehoch. Dieses markante Hochdruckgebiet, was sogar hier beim Blick auf diese sehr weit entfernte große Karte sehr hinausstechen wird. Also das wird schon eine markante Kältewelle werden, die große Teile Russlands erfassen wird. Wenn wir einfach mal auf Jekaterinburg schauen, hier mal die Temperaturen, vor allem in den nächsten Tagen bis zum Wochenende. Es gibt sogar Optionen, dass wir hier um die minus 40 Grad erreichen. Und normalerweise liegen jetzt so die Durchschnittswerte tagsüber um minus 8, nachts so minus 13 bis minus 15 Grad in etwa. Wir sehen schon, da liegen wir deutlich drunter. Das wird eine markante Kältewelle. Die große Frage ist natürlich, wird diese Kälte von Russland nochmal angezapft im weiteren Verlauf des Dezembers? Wie gesagt, wir werfen ja gleich nochmal einen Blick auch in den etwas längerfristigen Bereich. Schnell müssen wir uns aber darum kümmern, was passiert in der folgenden Nacht bzw. am Freitag. Ein neuer Tiefausläufer kommt rein, wird nochmal gefrierenden Regen und Schnee bringen. Das ist so der letzte Anlauf gegen die kältere Luft, die damit dann auch zunehmend verdrängt wird. Schauen wir uns den Wetter- und Wolkenvorschaufilm an. Sehen wir ganz gut, der Tiefausläufer kommt so nach Mitternacht im Westen rein, in der Nacht auf Freitag, breitet sich rasch dann am Freitag tagsüber nach Osten aus, wird erst so gegen Abend auch die Gebiete etwa zwischen Vorpommern und dem sächsischen Bergland erreichen. Und ansonsten sehen wir diesen Mix mit eben grün der Regen im Westen, teilweise rot der gefrierende Regen, auch besonders in der Landesmitte nach Süden hin. Und vor allem im Norden sehen wir nochmal relativ viel Blau. Das heißt so, im Norden Deutschlands, im Nordteil des Tiefausläufers, da wird es doch häufiger nochmal der Schnee sein. Das heißt, nochmal wird es hier schneien. Das wird es dann aber auch erstmal gewesen sein. Fassen wir das Ganze zusammen. In der kommenden Nacht erstmal noch trocken. Nach Mitternacht kommen dann eben die neuen Niederschläge auf. Die Tieflagen im Westen, insbesondere die Tieflagen auch in NRW, wird es nichts mit Glätte. Hier wird es schon zu mild sein. Je bald man ein bisschen höher kommt, aber auch nach Süden hin, Vorsicht wegen Glatteis, dann auch wegen gefrierendem Regen. Teilweise sind auch mal Schneeflocken dabei. Also so ein Mix aus Schnee, Schneeregen und gefrierendem Regen. Weiter nach Osten passiert noch nichts. Hier ist der Himmel vor allem so Richtung Bayern auch mal längere Zeit klar. Sprich über den Schneeflächen hier, vor allem Südbayern, östliche Mittelgebirge, kann es auch noch mal strengen Frost geben. Am Freitag tagsüber breitet sich rasch der Tiefausläufer aus, wird wie gesagt erst so die Gebiete zwischen Vorpommern, Brandenburg, östliches Brandenburg, Berlin, aber auch so die Linie dann so runter Richtung Oberlausitz, Dresden, Sächsische Schweiz wahrscheinlich erst am Abend erreichen, sprich nach Sonnenuntergang. Das heißt, hier ist der Tag erstmal noch trocken. Ansonsten dieser breite Streifen von Nord nach Süd über der Mitte, wo man vor allem in den Morgen- und Vormittagsstunden dann noch mit Glatteis rechnen muss oder auch mal Glätte durch Schnee. Und nach Norden hin ist es häufiger der Schnee. Vor allem so Schleswig-Holstein, aber auch Hamburg dürfte es doch überwiegend nochmal der Schnee sein, der fällt. Und hinter diesem Tiefausläufer, da kommt milde Brühe rein. Das heißt eben, wir sehen schon, die Temperaturen steigen im Westen schon verbreitet auf 6 bis 8 Grad. Hier wird es überwiegend trüb sein, zeitweise auch nochmal etwas Nieselregen, häufig aber trocken dahinter.
Was passiert dann in den Folgetagen? Kurz die Wetterlage für den darauffolgenden Montag, dann für nächste Woche. Wir gelangen vorübergehend in eine Westwetterlage. Atlantiktiefs erreichen uns und das wird sich wohl bis mindestens Dienstag, Mittwoch dann erstmal ziehen. So wird es am Wochenende so sein, dass die Haupttiefausläufer uns überwiegend in den Nächten überqueren. Am Samstag wohl erster Tiefausläufer zieht ab nach Osten mit ein paar Schauern und Regen. Dann ein breiter Streifen, der doch häufig trocken ist, vielleicht einzelne Schauer im Nachmittag. Im Tagesverlauf setzt dann im Westen neuer Regen ein, der teilweise dann auch mal kräftig sein kann, vor allem Richtung Abend. Am Sonntag wird es ein bisschen ähnlich sein. Ein weiterer Tiefausläufer zieht eher so ein bisschen nach Osten ab, vor allem im Nordosten auch mal noch längere Zeit Regen. Dazwischen wieder ein breiter Streifen, wo es seltener regnet, häufig trocken ist und erst so Richtung Spätnachmittag, Abend kommt im Westen dann wohl langsam neuer Regen auf. Zu den Temperaturen muss ich nicht viel sagen. Schrittweise wird es immer milder werden, auch nach Norden und nach Osten. Das heißt, verbreitet setzt dann Tauwetter ein, zunehmend auch immer bis in mittlere Lagen bzw. zunehmend bis in höhere Lagen. Schauen wir kurz auf den Montag und den Dienstag. Da wird es dann nämlich ein bisschen interessant bzw. brisant auch bezüglich Tauwetter und Regen, insbesondere in Süddeutschland. Es ist ja jetzt so, dass am Wochenende schon Tauwetter kommt, ohne die ganz großen Niederschlagsmengen. Das heißt, die Abflüsse beginnen halt jetzt schon, der Schnee taut schon, die Flüsse und Bäche füllen sich schon langsam ab dem Wochenende. Aber zu Wochenbeginn deuten sich an, dass so ein paar Tiefausläufer, ein paar Wellen mit deutlich milderen Luftmassen und sehr hoher Schneefallgrenze, durchaus mal 1500 bis 2000 Meter, so über Süddeutschland hinwegziehen werden. Und das müssen wir ein bisschen im Auge behalten. Flüsse, Bäche werden hier deutlich anschwellen, das ist klar, Hochwasserschwellen, so zumindest mal im Bereich eines zweijährigen Hochwassers, was jetzt nicht so besonders oder auch dramatisch ist, das wird wohl auf jeden Fall ein Thema werden. Denn wir sehen schon, wenn wir uns einfach mal anschauen, die Niederschlagsmengen, diese Wellen, die über den Süden ziehen mit ergiebigen Regenfällen und hoher Schneefallgrenze, werden noch ein bisschen unterschiedlich betont. Aber vor allem im Bereich des Allgäu, aber auch so im Schwarzwald, werden schon bis um die 100 Liter Regen pro Quadratmeter berechnet. Also Hochwasser wird im Süden wohl ein Thema werden. Ich denke, die ganz große gefährliche Geschichte wird es wohl eher nicht werden, aber die Flüsse werden deutlich ansteigen. Wie gesagt, zweijähriges Hochwasser ist wohl durchaus drin. Ganz kurz ein Blick auf den weiteren Verlauf. Denn da wird es schon interessanter werden, dass so die Tiefdruckgebiete, unsere Tiefdruckzone, die Westwetterlage beginnt schon wieder sich aufzulösen. Denn der Tiefdruckschwerpunkt wird sich schon um die Wochenmitte immer weiter nach Osteuropa und Südosteuropa verlagern. Und auf dem Atlantik schließt sich dann wieder eine Hochdruckbrücke zwischen dem Azorenhoch und einem Hoch dann weiter Richtung Skandinavien. Das heißt, mit Westwetterlage ist dann schon wieder Schluss. Es kommt allmählich schon wieder etwas kältere Luft dann zu uns und im weiteren Verlauf, da sehen wir mal, was die Wettermodelle da berechnen. Die berechnen nämlich, dass sich eine riesige, große, sehr starke Hochdruckzone irgendwo über Europa aufbauen wird. Und so ein Hochdruckgebiet, das ist natürlich um diese Jahreszeit eher kalt. Was genau dabei rumkommt, das ist die große Frage. Denn unser Wetter wird sozusagen nicht mehr irgendwo hergeholt, sondern unter so einem starken Hochdruckgebiet, da wird das Wetter im Grunde selbst vor Ort gemacht. Es hängt davon ab, ist die Nacht klar, wird es natürlich sehr kalt und frostig unter dem Hoch, bildet sich dann Nebel und Hochnebel, der sich tagsüber hält, kann es sogar in den Niederungen dauerfrostig bleiben. Also das wird noch ein bisschen interessant, kommt auf die exakte Lage dieses Hochdruckgebiets an. Eins will ich noch zeigen, denn die Tendenz ist schon in den Wettermodellen, einfach mal Glaskugel-US-Wettermodelle jetzt hier ein bisschen kurz vor Weihnachten, 19.12., sehen wir, dass die Tendenz ist, dass sich dieses Hochdruckgebiet wohl eher ein bisschen weiter nach Westen rausschiebt auf dem Atlantik, was natürlich wieder die Option für Nordwest, Nordlagen, später vielleicht Nordostlagen bei uns erhöht. Also man sieht schon, mit super milder Westwetterlage, da wird wohl nicht lange was sein. Das wird nur ein paar Tage kommen und dann wird es wahrscheinlich schon wieder kälter werden. Auch das Mittel des europäischen Wettermodells, relativ interessant, betont stark dieses Hochdruckgebiet im weiteren Verlauf vor Weihnachten irgendwo auf dem Atlantik. Die große Frage wird natürlich sein, wie weit reicht dieser Block, das Hochdruckgebiet auf dem Atlantik nach Norden? Wie kalt wird es bei uns dann wirklich werden? Zusammengefasst, Westwetterlage wird wohl wirklich nur kurz kommen und der Temperaturtrend geht eher wieder nach unten. Das sehen wir nämlich auch ganz gut am Trend. Einfach mal für Erfurt herausgesucht. Die milde, nasse, regnerische Tauphase sehen wir. Dann aber einen ganz klaren Trend unter Hochdruckeinfluss wieder deutlich nach unten. Also im Grunde ein Mildberg, den wir haben, der sich ganz gut im Trend abzeichnet. Ich wünsche allen erstmal einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Video und ciao.